Hey liebe Leute und willkommen zurück zu For the King mit Kevin und Ömer. Hallo. Moin. Hi. So, im letzten Mal haben wir das Spiel begonnen und ich muss mal kurz das Ohr jucken, Sekunde. So, im letzten Part haben wir das Spiel begonnen und haben ein paar Viecher geklatscht und gehen jetzt weiter. Ja. Easy. Kevin ist so. Dran. Ja, ich habe jetzt gerade mal den Kriegerstab ausgerüstet. Aber dann kannst du nicht mehr fernkampfen. Aber gut, das ist im Spiel ja egal. Schadet Gegner neben dem Ziel. Das ist der Spritzangriff. Den Stecher, genau das Richtige. und halt der normale Angriff. Ich gehe dann aber nochmal kurz nach Holzrauch. Ich will immer Rausch vorlesen. wie verkauft man denn? Das Inventar aufrufen. Nee, wie verkauft man? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Doch, doch. Ich habe genau 23, ich könnte mir eine neue Waffe holen. Ich glaube, das mache ich ja, gleich. Ja, hier ist die Barbant drinne. Die Barbata, der hole ich gleich. Die hat visiert alle Gruppenangriff, visiert alle Gegner an und den normalen Standardangriff. Ritada, Symphonie, Rubato. Ja, das wird doch mal. Ne, meine jetzige Waffe hat sogar 12% Goldmultiplikator. Okay. Aber dann ist sein. Ja, halt seine Fähigkeiten, die er jetzt gerade mal benutzt, dann nicht mehr dabei. So, ja, Blenden ist damit nicht mehr dabei. Ach, da! Ah, okay. Wenn ihr im Markt seid, macht ihr euer Inventar auf, klickt auf den Gegenstand drauf und dann ist unten links, ja. Taucht unter dem auf Verkaufen oder Ausrüsten. Was wolltest du jetzt verkaufen? Meinen alten Bogen, den 8 Damage habe ich noch behalten. Da pass aber auf, es kann sein, manche Waffen, die man bekommt, die breaken noch ein paar Hits. Also meine Waffe, die ich mir gekauft habe, ist auch schon kaputt gegangen und ich habe eine Startwaffe. Ja, das steht bei den Links oben, aber glaube ich dabei. Okay, gut. Hier, rostige Klinge, ja, ich sehe es. Links oben zerbrechlich. Ja. Okay, easy. So. Ich kaufe mir noch den Hut des Reisen. Ausweichen, Widerstand. Ausweichen und Wahrnehmung. Jetzt ist der weg, sonst hätte ich mir den auch noch gekauft. Ja, für dich wäre tatsächlich die gegerbten Stiefel nicht verkehrt. Rüstung, Widerstand, Gesundheitswiderstand und Vitalität. Ja. Na dann musst du uns aber mal dahin lassen und nicht halbe Stunde hier den Shop. Das Problem ist, Escape funktioniert nicht. Mit Escape schließt du die Sachen. Du musst tatsächlich immer auf Verlassen und so Quatsch drücken. Das ist korrekt. Ich gehe noch den einen Schritt, Ich gehe noch die zwei Schritte durch. Und der nächste, bitte. Und jetzt darf immer nur drei Schritte laufen. Easy. Was? Nein, doch nicht. Komm, es wäre lustig, ey, wenn er genau vor der Stadt nicht mehr laufen darf. Nein. Ja, dann kauf mal deinen Scheiß und geh dann nach rechts zur Stadt raus. Ei. Okay, den Steinheld unten bewahren wir uns auf, wenn wir zurückkommen auf dem Weg zum Kroll, weil den müssen wir in 17 Runden erledigt haben. Der gibt nämlich voller Fokus. Was? Wovon redest du gerade? Und unter dir, unter dem kleinen See, ist ein Steinheld. Der gibt 12 EP und voller Fokus. Wenn wir jetzt unten aber gleich kämpfen müssen und einer den Fokus aufbraucht, kann er sich den da aufladen. Ja. Easy. Gut, ich bin so weit. Na dann, rechts aus der Stadt raus. Der kann hier nichts machen. Und ich würde gerne die Waffe behalten, weil, na, wer weiß. Oh, inspirieren. Oh, du bist aber lieb immer. Ja. Ich kann ausgegebene Werten, um wertvolle Gegenstände im Wissensladen freizuschalten. So, dann kaufe ich mir mal die hässlichen Stiefel hier. Dankeschön, cool. Okay, verlassen. Und warte mal, stopp. Kannst du dir noch was kaufen? Irgendwie einen Hut oder sowas? Ich habe noch 3. Ja, warte ganz kurz. Was wäre denn für die Liederschiene nicht? Was hat denn dein... der Schild ist echt ganz cool, aber... Was hat dein Schild? Meiner hat Feind verspotten Fähigkeit. Okay, ja, das sollten wir aber beibehalten. Okay. Eine Rüstung und Feind ausweichen ist. Teleportschriftrolle wäre vielleicht cool, wenn das irgendjemand noch hat, aber wir haben halt dafür gerade nicht die Finanzen. Ansonsten Goldwurzeln sind immer geil. Plus 3 Fokus im Mental. Ganz kurz, seht ihr das auch? Neben dem Häuschen da, dieser Angelplatz, diese Netze im Wasser? Ja. Ja. Aber dafür braucht man ein Boot. So. Das kenne ich nämlich noch. Das kenne ich auch nicht. Nee, das ist ja ein Boot, ja, aber ich glaube. So, was macht das? Gesundheit und Gesundheitswährung, das brauchen wir nicht. Aber haha, wir müssen da lang. Aber ich kann es ja regieren. Ja, aber wieso benutzt du es nicht? Weil das volle Gesundheit plus 10 Gesundheit macht. Vollständige Wiederherstellung.
Ich würde erst kämpfen und der am schlechtesten ist, dass wir die Zelte nicht verbrauchen. Ja. Weil die sind teuer. Ja. Zumal jeder nur eins standardmäßig hat. Und du hast deinen schon verbraucht. So, du kannst noch eins genau, studieren. Was heißt denn 10? Achso, insgesamt 10 maximal gesehen. Du hast übrigens noch einen Move, den du machen könntest. Genau. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gerade gucken, was denn. So. Prima, prima. Regen. Beeinflusst Bewegungswürfe und Begegnungen. Ja, yep, da ist, sieht man es gerade bei Ömer. Da ist diese Gewitterwolke und die hat den einen kaputt gemacht. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann in Richtung Schrein einfach. Ja. Einfach weiter. Okay, Okay. Ja, easy. Ja, viel Spaß. Hinterhalt, sich gleich im direkten Kampf, oder? Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Ist nett. Ja, einer, die kriegen wir platt. Ja, jo, ich auch. Gut, jetzt habe ich aber erstmal neue Sachen hier. Geschwindigkeit verringern, 9 magischer Schaden, cool. Ich one-hitte die eher, also ist egal. Na gut, obwohl es regnet. Schön. Zurücksetzen, was ist denn zurücksetzen? Weiß ich nicht. Müsste da beschrieben sein. Ich versuch's einfach mal, obwohl. Ich mach einfach mal den hier. Nice! Holy shit! Ja, Schädel eingeschlagen. Ich glaube, jeder ist mit der Klasse zufrieden, oder? Mit seiner Klasse? Naja, ich bin halt nicht mit meiner Waffe zufrieden, aber davon abgesehen, ja. Okay, ja, ich bin mit meiner Waffe gerade vollkommen zufrieden. Vor allem, ich habe halt die Startwaffe, meine gekaufte Waffe ist kaputt gegangen. Ja, das ist richtig scheiße. Holy fuck, was ist das denn hier? Etwas Unbekanntes. Könnte alles sein. Ja, 4 Schritte. Ja, gönne ich mir jetzt aber nicht. Hi! Na? Ich bin auch da, Ja, alles easy. Ja, dann holt ihr zumindest die 2-3 EP, die zu mir fehlten, gerade auf. Ja. Ja, Ömer, mach nochmal denselben. Lol. Volle Möhre rein. Lol, der Standard in den Griff, ne? 83% pro Slot, 5 magischer Schaden. Dieses andere, den ich dir vorhin gemacht habe, auch 83%, nur hat es noch einen Nebeneffekt. Ja, aber es geht auf einen. Dein Standardangriff geht auf alle. Guck mal vor deine Figur, da hast du 3 Pfeile und 1 Pfeil. Zielgruppe, tatsächlich. Genau. Nice. Okay, naja gut. Boah, schon verkackt. Aber, ja, aber bei dir ist der Vorteil, wenn du angreifst, bei dir ist das Schild egal, weil du magisch angreifst und nicht körperlich. Ja, stimmt. Außer bei diesem einen Blenden-Ding, da war natürlich körperlicher Schaden. Ja. Aber das habe ich ja nicht mehr. Beziehungsweise könnte ich noch rausholen, weil ich habe die Gitarre noch in meinem Koffer. Jude überlebt den nächsten Zug. Oh. Ja, jetzt mach ihn weg. Hi. Easy. Nice. Wow. Der hat mir eine Seite rausgezogen. So. Ja, sehr schön. Guck mal, dann sind wir jetzt auch alle EP-mäßig wieder auf dem Level. Ja. 21, 22, 23. Ja. Ich war, glaube ich, bei jedem Kampf bisher dabei, oder? Das kann sein. Ja, und du hast einmal Inspiration gemacht, du hast uns einmal extra 3 EP gegeben, deswegen hatte ich einen Vorsprung. Nice. So, und hier dürften wir jetzt eigentlich auch alle drin sein im Kampf. Ja, glaube ich auch. Ja, da ist ein Bogen, ich guck mal. Ja, nein. Nee. Wieso ich? Ach so, eher wieder wegen dem Ring, ja. Na, dann macht man. Schleichen? Okay. Ja, ist gut. Aber dann darf Ömer den jetzt aber gleich nicht triggern. Das sollte ich, glaube ich, triggern, oder? Weil das gibt, keine Ahnung. Genau, ich habe ja mehr Talent und so. Easy. Was? Ja. Ach, du hast jetzt 4 Fokus aufgetan. Ja, ganz kurz. Wir haben unten die Heldenstatue. Ja, na dann mach. Ich mach den Fokus voll wieder zurück und dann sind wir hier schon fertig. Na dann go. Wähle. Ein Chaos, ein Leben oder eine Geißel? Was ist eine Geißel? Geißel, ja, keine Ahnung. Minus ein Geißel. Vielleicht wird ein Gegner auf dem Spielbrett entfernt. Ich weiß es nicht. Chaos-Level haben wir gerade 0. Ja, das ist links, der Wächter weit links da oben, da ist Chaos-Level, da ist nichts. Oder heißen diese 4 schwarzen Dinger, dass wir 4 Chaos haben? Nee, ich glaube, es ist leer. Das ist nur, wenn es gefüllt ist, ne? Ja, und Leben ist halt nicht LP, sondern wenn du stirbst, dass du wiederbelebt wirst. Nochmal für Dumme, wann steigert sich jetzt der Chaos-Level? Das, sobald, siehst du da oben die Zeitleiste? Ja. Da siehst du diesen Chaos-Punkt? Ja. Wenn wir da sind. Okay.
Aber plus ein Leben heißt bei mir ganz normal, ist also dauerhaft ein Leben mehr, ne? Naja, aber ein Leben. Also wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt. Ah, nee, das, was genau. Rechts neben ein der Wächterwelt ist. Genau. Das ist. Was? Lebensvorrat, was rechts neben der Wächterwelt. Jedes Mal, ja, das brauchen wir auch nicht. Ja, aber das ist dein plus eins Leben. Aber wir haben das schon Maximum, oder? Meinst, genau. Das ist jetzt die Frage. Schaffen haben wir nur vier oder haben wir mehr? Das fünf weiß ich nicht. Bob. Mach einfach mal minus eins Geißel, dann wissen wir, was das ist. Ah ja, fünf. Sehr gut. Oder so. Ja, Ömer. Gute Arbeit. Sie werden es sich zweimal überlegen, ihren Schrotten in meinem Wald zu lassen. Genau, ich würde immer sagen, der Folies klickt auch. Ja, aber du kannst nicht klicken. Ja, es ist mir gelungen, die zu öffnen. Glitzernden Stollen. Bei mir steht die. Das Spiel möchte die. Ich mach mal einen Screenshot von Mann. Okay. Ja, bei mir steht auch nur die. Leerzeichen zu öffnen. Ja, genau. Es ist mir gelungen, die zu öffnen. Begib dich dorthin, sobald du bereit bist. Kevin? Ja, du brauchst drauf. Yeah. Säubere Glitzerstollen im Reich der Wächterwald. Ja, ich will es nur sicherheitshalber. Genau. Achso, nee, bei mir stand das auch. Oh, krass. Oh, und falls du etwas Zeit hast, ich habe während meiner letzten Geschäftsreise etwas vergessen. Sammle es bitte ein und bring es mir zurück. Questziele, finde dies im Reich der Wächterwald und enträtsle es. Frisches Grab. Ja, das ist dann deine Aufgabe, Ömer. Okay. Weil das ist dieses Ding ins Zeug. Nur mal kurz, um unsere Planmäßigkeit zu beschnacken. Ja. Wir gehen jetzt gleich zurück nach Holzrausch. Ja. Rauch. Mhm. Ömer, du nimmst dir bitte vorher das Heiligtum des Lebens, damit du wieder vollständige Gesundheit hast. Oi. Ich möchte da allerdings nur trotzdem mal anmerken, dass ich am wenigsten Maximalgesundheit habe. Ja, aber auch nur, weil du gerade noch Level 0 bist und wir gerade schon Level 1 sind. Okay. Du brauchst noch die 2 EP. Wir könnten mal diesen Raben töten eigentlich, oder? Ja, aber da kämpfen nur wir beide immer. Ja, mach das auch, weil für mich wäre es eine Verschwendung, jetzt nochmal extra nach rechts zu gehen dafür, glaube ich. So, und dann gehen wir zurück, sammeln da dieses unbekannte Etwas ein, Ömer sammelt das Grab ein. Sorry, dann würde ich sagen, gehen wir hoch zu dem Waldtroll. Ja, jetzt gehen wir den Raben bekämpfen. Ja, ganz entspannt, meinst du? Ja, die Zuschauer sehen hier gerade nur ein Standbild, wenn nichts passiert. Ja, aber taktische Planung ist wichtig. Ja, deine Mutter ist eine taktische Planung. Ja, genau, und das hören Planung. Die auch, ne? Das sieht geil, deine Waffe sieht richtig cool aus. Ja, ich kann betäuben, Benommenheit... Ich kann die, glaube ich, alle... Nee, ich mache ja 5 Schaden. Schade. Wo hast du eigentlich wieder 2 Fokuspunkte her? War das durch das Level-Up? Ich weiß es nicht. Der Level-Up, ja. Okay, Betäuben und Benommen machen bei mir leider keinen Schaden. So. Aua. Kritisch. Und du greif jetzt mal alle an, immer. Ja, hab ich vor. Durchbohrt. Jetzt hast du 2 Öffnungen mehr. Ein drittes Ohr und ein drittes Nasenloch. Okay, let's go. Yeah! Okay, das war cringy. Das war nice. Ja, das mein Charakter. Geht die Party ab, würde ich behaupten. Oh, fuck. Boah, nein, ey. Ja, das machst du einfach gleich bitte nochmal über. Ja, alles gut. Falls du es überlebst. Und gut, dass du dir gleich den Obelisken nimmst. Ja. Ja, so nennen wir das. Ja, legt er hier immer voll. Hättest du mich vorher kritisch treffen ja, können? Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte mir vorher besser gewesen. Teleportschriftrolle, die brauchen wir alle mal, ne? Ja, mitnehmen auf jeden Fall. Was ist denn die Kampfgeschwindigkeit, die normale Geschwindigkeit? Keine Ahnung, vielleicht ist es die eigene. Nimm du das mit Ömer ja. Und gib das bitte Ju, weil er ist der Langsamste, aber er wird auf kurz oder lang der sein, der am meisten Damage bei uns macht. Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann bin ich fertig. So, dann möchte ich jetzt erstmal zu den Obelisken nehmen. Ja. Yay, das kriegen wir nicht mehr. So, zack. Verschreiben. Genau, verschreibe dich, dann tust du den. Man kann nur einen solchen Bonus dauerhaft haben, wollte ich mal sagen. Das wird oben rechts in eurem... Du meinst zur Zeit, ne? Ja. Sumerius, ich bitte dich, hilf mir, diese Welt zu heilen. Sumerius, ich erzähle und 2 Gesundheitswiederherstellung. Cool. Das bedeutet, in regelmäßigen Abständen kriegst du 2 HP regeneriert. Finde ich voll gut. Ah, oben rechts Heiltum. Verstehe. Okay. Er hat jetzt ein Herz. Und ich hab da Gold. Immer her mit dem Geld. Genau. So, dann immer zum Grab.
Ja, ich bin auf dem Weg. Genau, ich gehe zum Fragezeichen. Ja. Richtig. Und ich komme irgendwann hinterher. Vorausgesetzt, ich schaffe das. Ich glaube nicht, dass ich 5 Schritte laufen kann. Ah, easy. Doch. Alter. Alter. Oh. Ja, ich bin nicht der Captain. Dann steige ich jetzt hoffentlich mal auf. Ich bin einfach immer dabei. Ja, ich steige jetzt hoffentlich dann endlich mal auf. Ich würde gerne wissen, was zurücksetzen ist. Ich würde das so gerne mal ausprobieren. Mach doch. Ja, aber kannst du das nicht in deinem Inventar gleich nachgucken? Da steht das doch bestimmt bei. Ich darf mein Inventar nicht eingehen. Ja, deswegen gleich nach dem Kampf. Okay, dann mache ich am besten einmal Möhre drauf und ich mach das, genau. Ah, schade. Ja, auch easy. Aber gib Ju die Chance gleich. Und ach, verpiss dich doch. Ja, danke. Ja, verpiss dich doch. Sehr schön. Bastard. Brutal, ey. Mit der scheiß Verteidigung, Alter. Ja, ja, du ja. Du schreist, ey. Was, ich? Ja, rrr, machst du immer. Ja, ah. Oh, das ist scheiße. Warum? Aber plus 7 Geschwindigkeit, gib mir das rüber. Ich brauch das. Ich brauch das. Ist, und es ist nicht brüchig. Ist zwar schwächer als meine Waffe, aber egal, ich brauch das. Geschwindigkeit. Ist dann halt ein bisschen flotter. So, plus 6 EP, plus 3 EP, minus 6 EP. Dann lass mich das machen. Fick dich. Außer du möchtest Fokus setzen, ja, dann ist es was anderes, okay. Easy. Der Kampf 0, ja. Entweder verlierst du 6 EP, du bist gerade ein Level up, von daher drauf geschissen. Ich würde 2 Fokus setzen. Boah. Ich glaube, ich würde auch nur eins setzen. Oder? Oh. Gut, dass sie es nicht gemacht haben. Auch gut. Ja. Hast du ein EP bekommen? Ja, 3. Ja, kann da einer von uns gleichzeitig dieses Heiligtum des Lebens haben? Das weiß ich nicht. Ja, wird bereits beansprucht, steht da. Also ja. Hab ich am meisten Leben, ja gut. Jetzt. Meh. Energieschub, lol. Ja. Ständig. Der Jäger. Jupp. Der Jäger. Nee, ich hätte sonst gerade auch sonst gedacht, mach vollen Fokus, dann gehst du runter zu der Statue. Ach so, ja. Zu spät. Da Ulmer macht jetzt hier Fokus rein und holt sich den Scheiß raus. Ich sehe leider nicht. Ja, machen wir noch einen. Ja. Ich würde sagen, so machen, ne? Boah, ich weiß halt nicht, ob man 5 kriegen muss oder nicht, ne? Das weiß ich nicht. Aber ja. Mach untersuchen, probieren wir es. Ohne. Sollen wir so machen? Nee, mach nur 2. Wie kriege ich die wieder raus? Du gehst einmal mit der Maus auf Verlassen und dann wieder untersuchen. Nicht klicken, sondern nur mit der Maus drauf. Ah. Ohne, ganz ohne Fokus, komplett? Nee, 2. Nein, mit 2. Okay, ich wollte gerade sagen, weil das hätte ich jetzt auch gemacht. So, dann schauen wir mal. Nice, 12 EP. Hä? Zack. Kann sein, dass es irgendwie doch nicht, dass es so werden muss? Was? Doch, säubere, glitzere Stollen findet es im Reich Pusches Grab. So. Ach, da mit dem Tab? Ne, doch, war doch. Ja, doch, säubere. Ne, wir haben das doch gemacht, oder? Ne, das ist auf einem dieser Fragezeichenfelder, glaube ich. Ihr seht doch auf dem Boden hier überall diese Fragezeichenfelder. Nein. Ach doch, tatsächlich! Diese helleren Felder, wo kleine Fragezeichen oben und unten dran sind. Aber nicht. Ach, da unten. Ach Gott, ja, ich glaube, dann gehe ich links weiter zu dem Bestienmensch Hexerlager, so in die Nähe quasi. Ja. In die... Ja, zum Waldtroll Richtung, ne? Oder? Ja, den Waldtroll, den schaffen wir, glaube ich, noch nicht. Moment, ich schau mal kurz, ob ich noch irgendwas habe. Geh mal in Richtung des Lagers. Das Lager können wir dann gleich klatschen. Okay, ja, ich glaube, das mache ich so. Ups, verlassen. Was ich mich frage, warum der Schwarm Bienen brandet ist. Das ist jetzt. Glückwunsch. Ist auf frisches Grab gestoßen. Schöner Tag. Oh, nice. Ja, geh mal rein. Danke, ich habe das Gefühl, dass ich das bald brauchen werde. Abgrund zur Schaufel. Zeigt Zeichen von Abnutzung und wurde erst vor kurzem mit frischer Erde beschmutzt. Okay, sehr gut. Hier, für deine Bemühungen. Ah, und nice. Das müsstest du dann gleich mal Kevin geben. So, oder jetzt schon, genau. Nee, verwerfen kann ich nur, ich sammle erstmal. Ja, okay, dann gibt's gleich Kevin. Später. Treffen wir uns gleich und dann. Gute Zahlung bitte. Ich glaube, dann gehe ich hinter das Lager. Ja. So, zack. Was? Ja, plündern. Alter, aber was ist denn bei dir los immer? Plündern. Nice. Ja, easy. Ja, nehm ist in Ordnung. Die Brötchen ist von allen Früchten und ja, gerne. Läuft bei mir. Und Hexenfluch, hast du den jetzt bekommen? Hexenfluch? Ja, da so hieß das Kraut. Genau, das ich hab's auch nicht. Genau.
Ich könnte mir jetzt aber mal die Stadt tun. Ich bin noch da, ich glaube, ich bin noch drin, ja, ne? Ich bin nicht drin, ich, sonst zurückziehen und ich greife den gleich an. Kriegsbär. Dann greifen wir den zu ja, aber ich muss runter zu der Statue, dann wäre das jetzt für mich eine komplett verschwendete Runde. Versuch doch zu schleichen, kannst du schleichen? Das kann ich machen, ja. Oh, Versagen. Ja, dann hau doch gleich Fokus rein, wenn du so. Ja, stimmt, das habe ich auch gerade. Leider erst im letzten Sekündchen ist mir der Gedanke gekommen. Ja gut, dann sollen wir zurückziehen? Nee. Nicht fliehen? Nee. Der hat keine Verteidigung, den schaffen wir. Ordentlich Damage. Ja, dann hau. Gut, dann mach ich mal Geschwindigkeit verringern. Versuch ich mal zu schaffen. Ja, da mit dem Fokus ist mir auch gerade so genau in dem Moment, als ich geklickt habe, fällt mir ein, oh Moment, ich krieg doch gleich Fokus. Ah, fuck. Ja. Ja, dann hau mal deine 13 rein, Ju. Nee, das Ding ist schwächer. Ich habe doch gerade diesen Dolch bekommen. Das ist ein ausgerüstet direkt. Ja, aber der ignoriert zumindest Rüstung, aber das ist bei ihm her, egal. Ja. Sprichwort. Einer von euch beiden kriegt jetzt Fett auf den Sack. So, weg. Schlimm, der ist weg. Ja, der ist easy. Und ja, und Ju, der ist immer verkackt jetzt voll. Kritisch, hätten wir auch vorher gebraucht. Jetzt. Minus 1 Geschwindigkeit. Ja, aber ja, Stärke, ja, und das würde sich ja mit meinem Dolch ausgleichen. Also ich will den nicht haben, also ich würde die nicht nehmen. Wenn du die nimmst, weil sich das mit deinem Dolch ausgleicht, dann gib immer die anderen. Das kann ich machen. Ich schau mir jetzt nochmal, was dieses Zurücksetzen macht, ne? Ja. Das habe ich jetzt die ganze Zeit nämlich nicht gemacht. Umschalttaste für mehr Informationen. Einzelnes Ziel, zurücksetzen. Minus 10% Genauigkeit. Ey, was soll das denn? Ich krieg mal keinen. Was heißt denn zurücksetzen? Das wird hier nicht vielleicht erklärt. Vielleicht setzt du das in der Timeleiste weiter nach hinten oder so. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich schau gleich mal nach. Ja. Genau, guck mal, was passiert. Kriegst du uns rein, wenn du den Ding jetzt angreifst? Wer ist mit drin? Du meinst das Camp? Ja. Ja. Wer wäre mit drin? Allerdings nicht, ganz knapp nicht. Hier der. Warte, ich kann mal draufklicken. Zack, dann seht ihr das selber. Ja. Nee, dann mach nicht. Zurückziehen? Ja. Was mach ich jetzt? Tja, das ist die Frage. Beweg dich doch schon mal einen hoch. Ja. Dann kommen wir gleich nach, machen das Lager, den Troll und dann in die Mine. Ja, wenn ich aufhöre, dann bin ich jetzt in Zug. Weil die 30 Goldzeit muss ich entgehen lassen. Ja. Das ist korrekt. Hauen sie ab, sie haben Angst. Ah, sehr schön. Was ist passiert? Eines Tages werden auch deine Taten gefeiert, Held. Ja, easy. Die werden jetzt schon gefeiert. Genau. Ju synchronisiert immer die leblosen Dinge. Immer die Männer und nicht die Frauen. Ja, mein Headset-Kabel hängt hier irgendwo fest. So easy, okay. Ja, machen wir kurz. Mach doch mal. Ach, der 4 Rüstung, na klar. Jetzt haben wir unseren Rüstungs-Ignorier-Typen natürlich nicht dabei, aber es ist halb so wild. Ich ignoriere auch. Du ignorierst auch, oder? Ja, easy, ja. So ist sowieso. Nice, das ist doch super. Ja, natürlich ist der noch mal dabei. So, was hat der denn für Geräusche? Der alte Fettsack ausweicht, ey. Bam. Sehr schön. Das ist nice. Ja. Das braucht. Das könnte ich nur natürlich auch wieder. Aber das bräuchte kannst du ja auch. Ach, mir egal. Elite Fallen ausweichen. Also ja, Rüstung ist immer gut bei einem Krieger. Ja, es gibt die Fähigkeit, wenn du Fallen hast, dass wenn wir als Beispiel in der Mine sind, gibt's die Möglichkeit, dass wir Fallen haben und einer muss die lösen. Das und ist gut. Deswegen und dadurch, dass ich die höchste Wahrnehmung habe, werde ich das nehmen. Ja, ausreden. Weil dann geben wir die Fallen immer zu ihr und dann nehme ich die auseinander. Gut, du wolltest noch andere Stiefel haben, ne? Ja. Ömer wolltest die geben. Du hast gesagt, ich soll die dir geben. Nein, Ömer. Ja, okay, das würde ich machen, weil wenn du jetzt gesagt hättest, ja, dann hätte ich gesagt, nein. Nein. Ömer die geben. So, ab zum Camp jetzt. Du und dein hässlicher Helm, Alter. Ömer soll dir noch das Zelt dann geben. Okay, ich versuche das jetzt mal mit dem Zurücksetzen, ja? Au.
Okay, ja, easy. Ja, boah, easy. Sehr schön. den in der Mitte nicht angreifen, Ömer, weil der hat einen magischen Widerstand. Guck mal, ob Christian. Ja, gut, aber Tipp, wenn er sein Gruppendamage macht, ist ja egal. Ich wollte eigentlich dieses Rücksetzen mal einfach so ausprobieren, aber ich kann auch was anderes machen. Mach Gruppendamage. Ja, mach doch Gruppendamage, stimmt. Du hast ja die Fähigkeit. Achso, dann mach erstmal noch. Ah, das war nicht gut. Das geht, ist okay. Verpiss dich. Na ja, gut, dass der Dings ist. Ja, trotzdem soll er sich verpissen. Na, dann hau mal rein. Hau den mal so ran. Jo. Bastard. Auszuhauen. Ich versuche jetzt, wie gesagt, gleich mal die andere Fähigkeit. Ich würde echt wissen, was das macht. So, wo ist denn der Unterschied zwischen Benommenheit und Betäuben? Benommenheit? Betäuben? Ist Betäuben komplett aussetzen? Ah, jo. Okay. Betäuben ist wie Betäuben halt. Ja, aber wie verlangsamen? Mach ich jetzt mal zurücksetzen, ich will wissen, was das macht. So. Ja, gerade gar nichts. Nice. Das ist, der Dolch ist echt übel mit nur einem Tick. Ja, aber das ist auch quasi 50-50. Dann entweder treffe ich komplett oder gar nicht. Ja. Ding, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wow. Wahrnehmung, zwei Talent. Was ist denn Talent? Talent ist für ja. Immer. Wer hat am wenigsten RP? Also ich würde das jetzt nicht nutzen. Ich würde aussetzen. Ja, geh mal zur Stelle. Benutzen. Sekunden. Wurzel des Gelehrten. Schöner Tag. Ich habe noch zwei Bewegungen extra. Noch nicht in die Höhle. Geh auf das Fragezeichen unter der Höhle. Ich weiß. Ich wäre jetzt zu immer hochgegangen, als wir zum Waldtroll kommen. Nee, den Waldtroll noch nicht. Der ist Level 2. Ja, den kriegen wir locker. Der ist Level 2 und heftig. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Den natürlich. Da bin ich absolut dagegen. Sonst gäbe es die Quest nicht, wenn wir da absolut verkacken würden. Guck mal, wir haben benommen und zurücksetzen und... Du zurücksetzen? Den machen wir nieder, Ju, ohne Probleme. Achso, ich muss den beenden, entschuldige. Ich bin da wirklich nicht so überzeugt von. Der sieht übel aus. Und ist ein Level über uns. Ich würde jetzt erstmal... Geht zumindest geben. Links lang zu ihm. Man kommt ja auch links lang zu ihm, an dem Bestienmann. Ich würde jetzt erstmal ein Zelt geben, ne, Kevin? Ja. Also hast du den Hut schon? Ich habe keinen Hut, nein. Ich oder? Auch ich nicht. Ja, aber Ömer stand gerade neben mir, deswegen. Ich habe gerade meine Mitte offen. Oder warte mal, der Hut hat Geschwindigkeit, ne? Ja, Widerstand, Ausweichen, Wahrnehmung. Gib das gleich mal bitte Dinge. Du. Nein, ja, weil Widerstand und Ausweichen ist tatsächlich besser für Ju. Dann lass ich es erstmal. Sollen wir zum Troll gehen oder was machen wir jetzt? Gehen wir du gehst jetzt erstmal links lang. Ob wir dann zum Troll gehen oder nicht, das kann man dann immer noch entscheiden. Wir prügeln den Troll nieder. Hauptsache du gehst links lang. Okay, dann geh ich links lang. Hallo. Einzelne Stollen, ein gefährlicher Abstieg in die Unterwelt. Okay, gut, das war's. Dann können wir nämlich den Troll legen und dann machen wir einen Zelt, gehen dann rein. Und Die Schleim greifen wir nicht an. Ich glaube, die sind resistent gegen physischen Schaden und dadurch hier Bock drauf. Ja. Gallertwürfel, what? Aber du kommst jetzt noch unten rum lang. Slimy. Nö, wir klatschen erstmal die Fledermaus hier. Ah ja, stimmt. Das andere war ja ich. Ich dachte gerade, das ist ein Vieh. Ja, hier haben wir einen Waldtroll. Wenn wir den killen, dann können wir auch den anderen killen. Der Waldtroll ist das Questziel. Das ist der dabei ist. Den hast du gerade mit dem Kampf geholt. Ja, easy. Da müssen wir jetzt alles geben. Erstmal die Fledermäuse weg. Am besten Gruppendamage, falls es geht. Hast du nicht dieses benommen auf alle? Ja, warte. Die angreifen. Ja, mach auf alle. Ja. Ich überlege, ob ich auf Geschwindigkeit verringern gehe. Vielleicht einen Fokus setze. Mach auf alle. Ich würde den Troll gleich betäuben, dass der zurückgesetzt wird. Okay, dann versuchen wir mal. Sehr geil. Kritisch. Easy. Wieso hast du jetzt... Ich hätte jetzt den Ding jetzt angegriffen. Ja, hätte ich auch. Wenn ich nachgedacht hätte. Ich dachte einfach, Questziel, Angriff.
Ja, da habe ich kurz einfach mal gar nicht nachgedacht. Kann man mal machen. Wir nehmen sowieso gleich ein Zelt, bevor wir da reingehen. Sicher? Ja. Ermutigt! Und jetzt macht den Troll gleich weg. Ja, mach gleich alle auf einmal. Jetzt weg. Flächenangriff und dann ist easy. Aber dann bitte auf Darm! Wenn wir gleich ausruhen, mach mit Fokus. Ich überlege gerade, ob ich einen Fokus nutzen soll. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Wir ruhen uns doch gleich aus. Mach volle Möhre Fokus. Okay. Perfekt, ja. Nee, ist nicht kritisch. Warte, Sessel 14. Komm, jetzt kommt doch noch zum Angriff. Aua! Ja, egal. Betäubt. Siehst du, den hätten wir flockig gepackt. Alleine ja. Also eins gegen eins noch leichter sogar. Easy. Aber das Chaos ist steigt gleich. Also wir müssen jetzt ganz schnell da runter rein. Oh, 30 Münzen. Ja, die nehme ich doch erstmal alle. Natürlich nicht. Oder kriegen wir die Quest gleich noch extra? Ich denke ja. Obwohl, nee, da steht Quest abgeschlossen. Das ist schon bizarr. Ja. Müsste ich das gerade im Royal sein auch noch? Erstmal einsammeln. Einsiedlerkraut. Einsiedlerweed. So. Immer. Ja. Gib mir mal, oder kannst du mir erstmal das Buch geben? Nee, kann ich noch nicht, der muss erst in der Nähe sein. Ja, das genau, weil wenn wir auf dem Zelt sind, dann tauschen wir mal kurz das ganze Equipment. So, liebe Leute, und ich würde sagen, das mit dem Zelt, das machen wir mal eben offscreen und wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann schauen wir uns die gute alte glitzernde Stolle, beziehungsweise die glitzernden Stollen an. Tschüss. Ich hätte jetzt Lust auf Weihnachtsstollen. Ja.